Herzlich willkommen, ich bin Philipp von dem Kochstandard-Team. Heute mache ich mein Lieblingsrezept, Tiramisu ohne Eier. Die Zutaten findet ihr in der Videobeschreibung. Als erstes verrühre ich 500 Gramm Mascarpone mit 100 Gramm Puderzucker. Ich habe einen Becher Sahne steif geschlagen und dies hebe ich jetzt bei der Mascarpone unter. Wer mag, kann auch gerne Amaretto hinzufügen. Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr ein bisschen Mascarpone-Creme in die Auflaufform und verstreicht dies auf dem Boden. Als nächstes taucht ihr die Löffelbiskuits in abgekühlten Espresso. Als nächstes nehme ich die Mascarpone-Creme und streiche sie über die Löffelbiskuits. Zweite Schicht tunke ich Löffelbiskuits in den abgekühlten Espresso. Anschließend nehmt ihr die Mascarpone-Creme und streicht die über die Löffelbiskuits. Wenn ihr fertig seid mit der Mascarpone-Creme, deckt ihr die Tiramisu ab und stellt ihr in den Kühlschrank. Vor dem Servieren mit Kakaopulver bestäuben. Hat es dir geschmeckt? Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Hier oben rechts findet ihr weitere Rezepte.